Wie hört man eigentlich auf, ständig nach etwas zu suchen und in dieser Persönlichkeit, in dieser Identität festzustecken von ich brauche noch dies, ich brauche noch das, ich brauche noch jenes, ich bin noch nicht gut genug, ich muss mich noch erst entwickeln und ich komme niemals innerlich an. Darüber möchte ich heute mal sprechen, während ich im Hintergrund wieder ein Bild male und dieses Bild habe ich tatsächlich dann auch, als es fertiggestellt war, getauft, geh nicht in die Ferne, such nicht in der Ferne, sondern das, was du suchst, ist schon in dir. Hört sich jetzt erstmal mega cheesy an, aber ich möchte da noch ein bisschen weiter drauf eingehen, während ich jetzt spreche. Und zwar, bei mir war es so, dass ich wirklich lange Zeit, lange Jahre in dieser Persönlichkeit war, also mich so gesehen habe, wie jemand, der noch nicht fertig ist. Ich meine, das kann auch positive Aspekte haben, denn irgendwie geht es ja schon immer darum, sich weiterzuentwickeln. Also ich könnte nicht stehen bleiben, ich könnte nicht auf einem Standpunkt stehen bleiben und mich dann nie wieder weiterentwickeln. Das wäre auch mega langweilig und darum geht es auch gar nicht. Sondern tatsächlich geht es ja immer darum, was möchte ich denn noch, was kann ich noch weiterentwickeln und so weiter. Aber ich meine hiermit, wenn ich darüber jetzt spreche in diesem Video, wirklich so dieses Gefühl von, ich komme niemals an und ich bin noch nicht gut, wie ich bin. Und irgendwer, irgendwas soll mir sozusagen die Erlaubnis geben, dass ich sein darf. Wie kommt man da raus? Ein Stück weit natürlich schon, indem man akzeptiert, ich bin eh niemals fertig, ich kann nicht fertig werden, ich werde niemals stoppen und es geht immer irgendwie weiter und ich darf immer noch was dazu lernen. Aber gleichzeitig auch dieses bei sich ankommen. Und was kann das sein? Dass du mal merkst, okay, cool, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht komplett in dem Sinne und gleichzeitig bin ich es doch, weil das ist dieses Paradox einfach, dass wir wissen, an sich ist an uns nichts falsch. Wir müssen nicht uns weiterentwickeln, damit wir gut genug sind, sondern wir dürfen uns weiterentwickeln, wenn wir da Bock drauf haben. Ich sehe es inzwischen mehr so wie, wow, womit kann ich noch spielen? Was kann ich noch ausprobieren? Eben mehr dieses, ich liebe es, so viele Dinge zu tun, aber ich tue sie nicht, um irgendwie jemand zu sein. Ich tue sie nicht, um irgendetwas zu erreichen, sondern ich tue sie, weil ich Spaß daran habe, weil ich Freude daran habe. Und da eben auch dann die Macht wieder ein Stück weit zu sich selbst zurückzuholen. Was, wenn nichts und niemand mir sagen kann, dass ich noch nicht gut genug bin, sondern wenn ich einfach immer nur aus diesem Intrinsischen herausgehe, also der Frage, was macht mir Spaß, wo liegen meine Interessen, was möchte ich noch weiter ausbilden, wovon möchte ich noch mehr erfahren, erleben, was, wenn es eigentlich immer nur darum geht, dass wir Erlebnisse machen wollen, dass wir eigentlich ganz wir selbst sein wollen, herausfinden wollen, wer bin ich, wie ticke ich und passt das so zu mir, beziehungsweise möchte ich diese Person, die ich bis jetzt glaubte zu sein, möchte ich die weiterhin sein oder möchte ich nochmal ganz andere Facetten von mir erleben, möchte ich mich nochmal anders erfahren, möchte ich ja vielleicht auch nochmal ganz andere Erlebnisse haben, aber alles davon ist doch immer ein Ausdruck deines wahren Kerns, also die Person, die du wirklich, wirklich, wirklich bist, also jenseits von jeglichen Geschichten, das, was du wirklich bist, was nichts zu tun hat damit, was du schon mal erlebt hast oder noch nicht erlebt hast, sondern das, was eigentlich dich ausmacht, so in deiner vollen Größe, in deinem Inneren, das bleibt ein Stück weit immer gleich und trotzdem dürfen wir ganz viele Facetten von uns selbst erfahren. Ja, und was wäre eben, wenn du da einfach immer nur deine Erlebnisse machen möchtest im Leben und wenn das aber nicht bedeutet, dass die äußeren Erlebnisse vorgeben, wer du bist, sondern dass du vorgeben kannst, wer du sein möchtest. Und nichts und niemand kann dir das geben. Also da auch mal komplett wieder die Macht zu sich zurückzuholen. Was, wenn ich nicht meine Gedanken bin? Was, wenn ich nicht meine Gefühle bin? Was, wenn ich auch nicht die Erlebnisse bin, die ich schon mal erlebt habe, sondern wenn ich das selbst festlegen kann? Ja, jeder von uns erlebt in seinem Leben auch Niederlagen, dass mal etwas nicht so funktioniert oder auch Verluste. Und das ist nicht in dem Sinne immer schön in dem Moment. Und trotzdem, was, wenn ich selber festlegen kann, als wäre ich auf diese Situation drauf schaue. Und wenn
ich mir nicht mehr erhoffen muss, wenn ich das jetzt geschafft habe, wenn ich das noch erlebe, wenn ich das noch so und so gemacht habe, dann werde ich dies und jenes bekommen, sondern wenn ich für mich festlegen kann, was auch immer ich möchte, was auch immer ich wünsche zu sein, was, wenn ich das jetzt sein kann, egal ob ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt erfolgreich sein möchte, egal ob ich im Außen schon mega viele Erfolge feiern konnte, ob ich schon ganz viel auf meiner Checkliste abhaken konnte, ja, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, selbst wenn das noch nicht so ist, was, wenn ich für mich festlegen kann und ich bin jetzt schon ein Erfolg. Und jeder Erfolg, den ich dann auch wirklich als in Anführungsstrichen Beweis habe, den ich wirklich feiern kann, das ist schön, das ist nett, aber das macht mich nicht aus. Das Einzige, was mich ausmacht, ist das, was ich für mich festlege, was mich ausmacht. Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel ein Künstler, eine Künstlerin sein möchte, was, wenn ich das jetzt einfach bin? Was, wenn ich das auch schon bin, wenn ich noch nicht, keine Ahnung, Hunderttausende von Euro verdient habe mit meiner Kunst oder schon total hohes Skill-Level habe, sondern wenn ich das tief in mir drin einfach schon sein und fühlen kann? Alles andere kann dann immer noch besser werden, aber das ist dann eigentlich nicht mehr so wichtig. Es geht doch immer darum, was, wenn ich für mich festlege, ich habe schon gefunden, was ich suche. Ich habe das schon in mir, denn wer soll es mir sonst geben? Es kann kein anderer, hat eben die Macht wie ich, auf mein Leben zu schauen. Kein anderer kann für mich entscheiden, ja, jetzt bist du gut, ja, jetzt bist du schlecht oder jetzt hast du das erreicht, jetzt hast du es nicht erreicht. Man hat vielleicht irgendwelche Zertifikate, die man mal in irgendwelchen Ausbildungen gemacht hat, die man sich an die Wand hängen kann, aber das ist nicht wirklich das, was uns dann glücklich macht. Das Einzige, was uns glücklich macht, ist, dass man tief in sich drin weiß, ich führe mein Leben so, wie es für mich passt. Und das eben auch ungeachtet, ob da jetzt schon alles im Außen perfekt ist, ob ich schon alle Wünsche im Außen, alle materiellen Wünsche und so weiter, ob ich die schon erreicht habe. Ich muss einfach nur mit mir zufrieden sein, wenn ich in den Spiegel schaue, im übertragenen Sinne. Und das kann ich auch sein, wenn ich weiß, es gibt noch ganz viele Ziele, die ich erreichen möchte, aber ich bin das unabhängig davon. Ich kann das jetzt schon in mir fühlen, ich kann das jetzt schon greifen. Ich muss nicht erst zum Beispiel verreisen, damit ich irgendwo ankommen kann. Ich muss nicht irgendwo im Außen irgendwelche Erfolge feiern können, sondern ich darf sie jetzt schon in mir fühlen, in mir feiern. Und dann macht es einen tatsächlich auch unabhängiger. Es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel auswandern, auf Weltreise gehen und so weiter. Und das kann man ja auch machen. Ist auch gut, wenn man das gerade fühlt, so von wegen, oh, ich möchte das machen. Aber manche Menschen machen das halt, weil sie sich dann was erhoffen, dass sie zum Beispiel in einem anderen Land oder mit ganz anderen Menschen, die sie kennenlernen, dass sie dann dadurch etwas bekommen, dass das andere Land ihnen irgendetwas gibt, was das Land, in dem sie jetzt leben, ihnen nicht geben kann. Und dass sie nur dann glücklich sein können, wenn sie an einem bestimmten Ort leben, wenn sie bestimmte Menschen kennen, wenn dies und das und jenes erfüllt ist. Doch das Problem ist, selbst wenn du das dann schaffst, wenn du das für dich also umsetzt oder wenn du umgezogen bist, wenn du dann an dem Ort bist oder wenn du das, was du dir immer erhofft hast, wenn das eben da ist, wie sehr kannst du es dann wirklich genießen oder wie sehr bist du schon wieder in Gedanken beim nächsten Ziel, beim nächsten Wunsch? Und es macht total Sinn oder es ist auch schön, wenn man Wünsche hat, wenn man Sehnsüchte hat, wenn man sagt, oh ja, das ist mein nächstes Ziel und da will ich als nächstes hin. Total toll und so eine Sehnsucht ist eigentlich immer so ein Indikator, wow, guck mal, dahin kann ich mich auch noch entwickeln, das kann ich auch noch sein, alles gut. Nur wenn ich mir ausschließlich das verspreche, wenn ich da angekommen bin, von wegen, ich kann erst dann glücklich sein, wenn ich zum Beispiel ausgewandert bin oder wenn ich ja ganz erfolgreich bin in meinem Business oder was auch immer, dann schiebt man eigentlich dieses Ziel, was man da hat, man treibt es weiter von sich weg. Denn, ganz ehrlich, wie oft hattest du das schon, dass du eben Wünsche, Träume, Ziele hattest und dir gedacht hast, ja, wenn ich das mal geschafft habe, dann werde ich glücklich sein. Und dann warst du dort, bist du dort angekommen und hattest dann schon wieder vergessen, dass du dir gesagt hast, dann werde ich glücklich sein, weil dann sind schon wieder neue Sachen dazu gekommen. Dann ist man in Gedanken schon wieder ganz woanders und will sich da auch wieder weiterentwickeln und sagt sich aber wieder, ja, und das Glück,
die Freude, die Leichtigkeit, was auch immer, das kann erst kommen, wenn ich das dann geschafft habe. Und was macht man damit? Man packt die Möhre vor der Nase wieder weiter weg. Man ist wieder der Esel, der der Möhre hinterher rennt, aber niemals dort ankommt. Und natürlich, das kann man wirklich als eine Identität festlegen, dass man dann ständig der Suchende ist, der niemals ankommt. Aber was, wenn diese Suche eben gar nicht mehr sein muss, ich muss etwas finden, sondern wenn die Suche einfach nur ist, also wenn du irgendeine Sehnsucht hast, irgendwas, was dich anspricht, wenn du sagst, oh ja, wenn ich das nur hätte, wenn das einfach nur für dich ein Anreiz sein kann, ah, guck mal, das kann auch ein Ziel sein und gleichzeitig bin ich jetzt schon in meinem Inneren die Person, die ich sein möchte. Denn was verspreche ich mir von diesem Ziel, von diesem Wunsch? Ich verspreche mir davon, dass ich dann irgendetwas bin, dass ich irgendetwas bekomme, dass ich irgendwas sein kann und so weiter. Und was, wenn ich das jetzt schon in mir habe, dieses Endresultat, und mich dann freuen kann, wenn es auch im Außen so ist, ja klar, aber wenn es halt nicht mehr darum geht, nur wenn dann, also diese ganzen Bedingungen, wenn ich die komplett fallen lassen kann und wenn ich einfach weiß, wenn ich schon die Idee habe, den Wunsch habe, dahin zu gehen, mich dahin zu bewegen, ja, was hält mich denn davon ab, das auch jetzt schon für mich zu sein, in mir zu haben, in mir zu tragen. Und dann kann diese Sehnsucht, kann dieses ich suche etwas, kann es einfach, ja, wie so ein Motor sein, wie ein Antrieb sein. Ah ja, cool, das erinnert mich an die Person, die ich sein möchte. Gut, dann bin ich das jetzt, aber ich muss nicht mehr alles davon abhängig machen, sondern ich nutze das einfach für mich, um vielleicht auch meine Kreativität auszuleben, meine Ideen fließen zu lassen, was könnte ich noch machen, was kann ich noch erleben, was kann ich noch meinem Leben hinzufügen, aber eben nicht mehr und erst, wenn das erfüllt ist, dann kann ich glücklich sein. Damit lebt es sich tatsächlich sehr viel leichter. Manche Dinge fallen dann auch weg. Also ich habe ja lange Zeit eben mit einer Methode gearbeitet und auch viel Coaching gemacht und so und habe aber jetzt gemerkt, eigentlich brauche ich das alles nicht mehr, denn vieles ging darum, ich muss noch irgendwelche Blockaden auflösen, ich bin noch nicht gut genug und ich muss noch dies, ich muss noch das und das alles fällt komplett weg. Und ich entwickle mich trotzdem stetig weiter, ich kann nämlich gar nicht stillstehen. Das ist nämlich dann oftmals so diese Angst, ja, aber wenn ich dann nicht mehr an mir arbeite, dann werde ich ja stillstehen. Nein, Quatsch. Was, wenn ich mich aus der Freude heraus und aus diesem Gefühl von es ist schon alles gut, noch viel, viel mehr entwickeln kann, noch viel, viel mehr spielen kann, viel, viel mehr entdecken kann, weitergehen kann, als wenn ich das aus diesem Mangel heraus tue, aus diesem, erst wenn Bedingungen X, Y, Z, wenn die alle erfüllt sind, dann geht es mir gut. Nein, was, wenn ich das für mich festlege und dabei total aktiv bleibe, total in der Bewegung bleibe und das aber aus einem entspannteren Grundmodus heraus. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte, was einfach passt zu dem Bild, was ich im Hintergrund male. Das habe ich mit Mixed Media auf Papier gemalt. Da ist der Kranich, der jetzt nicht so als klassischer Kranich zu erkennen ist, ich gebe es ja zu, ist eher wie so ein Paradiesvogel, passt aber eben auch zu der Botschaft des Bildes. Also was, wenn du nicht mehr immer nur in die Ferne gucken musst und das, was du noch nicht hast, was du noch werden musst und so weiter, sondern wenn das, wo du die Sehnsucht nach hast, wenn das schon wirklich in dir ist. Denn der Kranich steht für diese Sehnsucht, aber die Frau guckt erstmal in die Ferne auf den Kranich und merkt dann, es kommt wieder zu mir zurück, denn die beiden sind so in Blickkontakt, in Interaktion miteinander und der Kranich spielt die Energie wieder zu ihr zurück, um ihr zu sagen, ja, du bist das jetzt schon. Das ist das, was mir dazu kam, als ich das Bild gemalt habe. Natürlich kann jeder so seine eigene Bedeutung da reinlegen. Das mag ich gar nicht zu sehr vorgeben. Aber auf jeden Fall hat es mir sehr viel Freude gemacht, das Bild zu malen. Und hier habe ich auch nochmal mit ein paar anderen Farben herum experimentiert. Also ein bisschen mit Grün noch mehr. Grüne Farbwelt hatte ich jetzt länger nicht mehr. Und außerdem dieses Querformat, das Horizontale, war auch mal wieder was Neues, weil ich so oft immer in dem Hochformat arbeite und für mich ist jedes Bild immer eine Herausforderung, auch nochmal neue Sachen auszuprobieren, um dann zu gucken, das, was ich jetzt gerade ausprobiere, wird es vielleicht dauerhaft Teil von meinem Stil, ja oder nein,
wie passt das zu mir? Kann ich da noch was Neues entdecken? Kann ich vielleicht auch noch eine neue Fähigkeit ausbauen? Aber das ist wirklich immer aus der Neugier heraus, aus dem Antrieb, ja, was kann ich hier noch erfahren, erleben? Woran habe ich noch nicht gedacht? Oder wie würde es aussehen, wenn ich die und die Idee dann mal umsetze? Das Bild ist übrigens auch im Rahmen meiner Mystery-Aktion, also das Mystery-Bild zu haben. Das ist folgendes, du kannst da, ich habe es mir verlinkt unter dem Video, wenn dich das interessiert, du kannst ein sogenanntes Mystery-Bild bei mir buchen und wirst dann überrascht, welches Bild du bekommst. Dieses Bild habe ich damit reingepackt und bei dieser Aktion suche ich intuitiv ein Bild aus für dich. Du musst es nicht aussuchen, sondern du bekommst eine Überraschung von mir. Es könnte dieses Bild sein, es könnte aber auch was ganz anderes sein. Hier siehst du nochmal das Endergebnis und ja, gerne schreib doch mal in die Kommentare. Hast du das auch schon erlebt in deinem Leben, dass du ja so gefühlt ewig auf der Suche bist und niemals ankommst? Und was hat dir dabei geholfen, wieder mehr so diese Ruhe in dir zu fühlen und dieses Gefühl von, ich bin schon angekommen und dennoch darf ich mich immer weiterentwickeln? Weitere Videos aus dieser Serie Ich male und quatsche ein bisschen über andere Themen drüber findest du noch hier in der Playlist.